So Leute, da sind wir wieder und fangen mit dem neuen Part Diablo 3 an. Und wieder dabei ist der Kilian. Und ja, da ändert sich nichts so schnell. Nur kontrollieren könnte. Ja. Hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod büßen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Das ist eine Fliege, mein Bildschirm. Oder Gott. Wir müssen ihn finden. Dann verjag sie. Sie will nicht. Jetzt ist sie weg. Konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen? Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen. Ich fürchte sie nicht. Hast du gerade abgebrochen? Jo, war mir jetzt blöd. Darfst du nicht. Das ist ein Let's Play. Komm schnell. Schau dir meinen Säbel an, damit säbel ich die weg. Ey! Scheiß Cheater, ey. Ach, das ist noch gar nichts. Das kann ich nochmal machen. Ey, bleib hier. Nö. Ich bin ein Barbar und da will mit dir. Hier ist in Ruhe. Wo? Hier vorne. Ja. Ich habe eine Lizenz gefunden. Was bringt das hier an den Bedingungen, so Lizenzen und sowas? Da kann man irgendwie was schmieden, habe ich gehört. Und da unten ist auch dieser irre Typ da. Wer ist denn der? Der verrückte Einsiedler. Meine Königin singt. Voll krank, der Typ. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. So. Und weiter. Wie er denn nachher liegt? Und dann, ah ja, sehen wir eh nachher. Ich hasse Spinnen. Ich mach ein neues Wissen. Spinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Wacht. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Materialchen entfinden. Ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Das geht noch nicht. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Aber nicht mehr. Moment, Chrissy will was von mir. Okay, er hat die Waffe, die er da hat, die sieht ein bisschen geiler aus. Okay. Ich meine mal, Moment mal, ich habe neue Rune für Donnerfäuste gekriegt, die muss ich gleich mal anschauen. Okay. Sie hat anscheinend auch eine praktische Empfindsamkeit gegenüber Magie. Naja, dann mag ich meine alte lieber. Ich bin momentan eher auf der Offensivseite. Je schneller, desto besser. Das, was ich gekriegt habe, war eine Defensive. Du könntest ja mal ein bisschen was über deine Klasse erzählen, ja. Hm? Wie, über die weiß ich doch selber fast nichts. Das ist schlecht. Ich weiß nur, dass ich ein paar Skills zum Geisteskraft aufbauen habe und ein paar, mit denen ich es wieder verballern kann. Das ist gut. Aber ich habe jetzt einen neuen Skill gekriegt, außerdem. Solange du weißt, wie du raufhauen kannst. Ja. Ich finde es so geil, wenn man über die Dinger rüberläuft, dass sie platzen oder so was. Lässt sie immer ganz viel liegen, ne? Ein paar Spinnen, die kommen erstmal ein paar Stunden später runter, als du vorbei bist. Ey, jetzt könnte man langsam wieder ein paar Viecher kommen hier. Ah, da kommen wieder ein bisschen was. Hast du gleich wieder alle umgehauen? Ja, 5 auf einen Schlag. Ich glaube, wir sind falsch. Ah, hier geht's noch weiter. Man weiß nie, wo man lang soll, das ist voll nervt. Ist das eine Truhe? Ja, aber ein paar Gegner. Nein! Ich laufe hier mal lang. Hier oben geht's noch weiter.
Ja. Ich brauche auch eine schnellere Klasse hier. Ich halte viel aus. Hast du noch nicht deinen Sprung? Doch, aber den mag ich nicht so. Boah, komm, der ist Imba, da musst du keine Treppen mehr nehmen. Ja, aber mit Holz. Übrigens, hier, ich habe das Wort der Spinnenkönigin gefunden. Wenn du kurz wartest, warte kurz. Ich bin noch am Kämpfen gewesen. Bist drin? Ja. Yep. Warte noch. Ich kann erst zu meinen Verbündeten stoßen. Ich kann nicht rein. Okay, dann mache ich das jetzt allein. Aber das war ein guter Kampf. Komm wieder raus! Kann ich nicht. Das ist nicht gut, was du da gerade machst. Das muss ich hier draußen. Ja, weil du ja unbedingt ablehnen musstest da. Ich war gerade noch im Kampf, da kann man doch nicht einfach abkommen. Das ist doch voll feige. Doch. Das ist voll feige. So. Dann kümmern wir uns hier mal um diese Sachen. Schlecht. Ich hab die eh bald tot. Okay, beeil dich. Ja, jetzt kommen ein Haufen Ads. Die nutze ich mal zum Geisteskraft auffüllen. Jo. Ja, bin schon bei über der Hälfte. Stoßen, wenn ihre Schlacht beendet ist. So. Irgendwann bist du dann auch fertig. Hm. Na, erzähl mal ein bisschen was über den Kampf hier. Hm. Ja, da ist so eine komische Spinne, die kommt immer wieder da, macht komische Sachen, die überhaupt keinen Schaden machen. Ich hau drauf und sie kippt um. Ich bin drin. Ich kriege jetzt gerne Sachen nicht, ne? Danke. Das war nicht sehr schlau. Hab Dank. Oh, ich habe Fähigkeitsplatz. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, können wir. Ach, hier, das ist die Frau. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Oh. Ich muss hier mal schauen. Oh, ich hab hier ein paar Schultern gekriegt. Wir sind fast in Akt 2. Ich weiß. Das geht noch nicht. Da kommt allerdings noch ein Boss vorher. Ja, kann ich mich noch erinnern. Batscha. Das ist ja nicht so geil dann. Sonntag kam immer die Folge Dingens, ne? Oder kam. Montag. Na gut. Sonntag kommt Pokémon Feuerrot. Ja, bis Montag habe ich die Folgen gerendert. Die Weltmotte ist ein merkwürdiges und Hokula. Und ihre Größe erlaubt es ihr auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres. Ich habe hier was Legendäres. Selbst viele Tagebuch des Abenteurers. Genau genommen sollte dir das Thema nun besser ruhen. Jetzt ist er wieder rausgeflogen. Dann nehme ich halt das Tagebuch des legendären Typs auf. Wird von Schmied verwendet, um den legendären Gegenstand Pandas Einfluss herzustellen. Okay. Da gucken wir ja gleich mal nach. Ich habe hier so ein Buch gefunden, das legendär ist. Ja, mich hat's gerade rausgehauen. Ja, hab ich gemerkt. Steht hier jetzt blöd rum. Ich laufe in der Zeit mal ein bisschen weiter. Soll ich dich aus der Gruppe kicken und die gleich wieder einladen, oder? Nee, ich bin gleich wieder da. Jetzt hast du mich verlassen, wurde hier gesagt. Ich mal wieder neues Wissen. Aber wegen dir hast du jetzt den ganzen Sound leiser gemacht. Hm? Wie was? Weil dieses Geräusch dann kommt, dieses Tüt. Darum wird der Sound leiser gedreht von allem möglichen Kram.
Ach so, das, aber das wird auch wieder lauter, wenn du das Skype-Gespräch nicht mehr da hast. Ja, warte mal, ich muss da ganz kurz Cut machen und mach da ganz kurz. Warte rein, bis gleich. Und da sind wir wieder und weiter. Schreien Sie, sonst weinen Sie. Was? Ah, Chrissy hat im Hintergrund was gesagt. In welche Richtung geht's eigentlich? Hier weiter. Der drückt mir total in den Hintern. Mehr Wut. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Mehr Wut. Mehr Wut gibt es gar nicht, aber es gibt mehr Wut. Mehr Wut? What? So war es eigentlich nicht geplant. Ich dachte eigentlich, dass die Falle den tot macht. Voll geil, schau mal an. Guck mal. Okay. Das schocken wir. Bombe, Alter. Oh, da sind ein paar blaue Gegner. Die hau ich mal kaputt. Ja, ich komm. Bis sie da sind, sind sie eh tot. Das geht noch nicht. Das wird geil. Mhm. Wo bist du? Nicht genug. Ich habe nur ein paar neue Stiefel gefunden. Hatten zwar weniger Geschicklichkeit als die alten, allerdings ein paar nette Nebeneffekte. Der Baum ist ein Tier, hast du es gelesen? Ja, lass ihn doch ein Tier sein. Wieso ist er ein Tier? Was für ein Tier? Ein Chrysenio ist das. Ich brauche mehr Zeit. Farm. Machst du hier wieder stumm? Hm? Wie was? Machst du hier gerade wieder stumm mit den Gegnern hier? Du sollst sie doch nicht mobben, einfach nur töten. Noch nicht bereit. Oh nee, der rennt von mir bloß weg und ich bin ihm hinterher. Der hat eher mich gemobbt. Handschuhe gefunden. Ich habe eine Schatzpigme hier gefunden. Warte kurz, wartest und dann können wir gleich weiter. Ich Intelligenz. Laser. Okay, der hat ein paar nette Sachen dabei. Wer? Der Schatz, die Schatzpigme, die ich jetzt gerade gekillt habe. Was ist denn auch da? Hier in der Gegend. Müssten auf dem Zeug eigentlich liegen, wenn du es nicht schon eingesammelt hast. Nee, ich seh den gar nicht. Ich seh noch nicht mal die Leiche. Ja, die Leiche ist auch nicht mehr da, soweit ich das weiß. Hm. Ich hab dir den Stab geholt. Okay. Oder mit euch zu. Einmal schön durchgecharged und alle fallen so um. Ach, wo bist denn du schon? Port dich einfach zu mir, wenn du mich nicht mehr findest. Aber nicht so auf die Kacke hier. was soll ich denn sonst tun? Ich meine, das ist ein Metzelspiel. Ja. Aber du brauchst halt nicht gleich so lossprinten hier. Ich brauche Wut. Den Erfolg, den ich gefunden habe. Okay. Mehr oder weniger Zufall. Dies wird ein guter Kampf. Ich bin jetzt gehen Level nicht 15. Ich muss mal schauen, ob da mal wieder was Nützliches dabei ist. Mehr Wut. Hm. Und schon wieder eine Truhe. Hm.
Ich glaube, so weit war ich noch niemals in diesem Let's Play. Beziehungsweise mit den drei anderen Leuten. Okay. Ja, alle anderen hatten ja maximal 5 Parts. Nope. Ihr habt ja hier nie wirklich was fertig gebracht. Boah, leider. Wie kann man eigentlich ein Projekt unvollendet, ohne großartige Gründe zurücklassen? Verstehe ich nicht. Keine Lust, der andere zerstritten, keine Ahnung, sowas. Mit dem ersten, mal, mit wem war das denn? Ich glaube, das war mit Nils. Nils, kann das sein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, mit Engel habe ich gemacht, mit denen habe ich irgendwie zerstritten. Dann habe ich mit Multigaming den ganzen Tag gemacht und hatte dann auf einmal keine Zeit mehr. Ja. Das kommt, wenn der Ruhm einen zu Kopf steigt, weißt du? Aha. Ja, wäre irgendwas bei 1000 Abonnenten oder sowas, und dann hat auch einfach keine Zeit mehr. Naja, es sind nur Abonnenten, dann muss man ja die gar nichts drauf einbilden. So. Wenn man eine gewisse Zuschauerquote hat und sowas, dann kann man schon stolz drauf sein. Wenn man gute Bilanzen meinte ich ja. Team an der Wortkünstler hoch 10. Ja, wie gesagt, Chrissy wollte noch einen Duden für mich schreiben. Ja, da ist er dabei. Chrissy, wie weit bist du mit dem Timon-Duden? Noch nicht wirklich weit gekommen. Okay. Aber anscheinend habt ihr hier was Neues für mich. Ja, Timon weiß nicht genau, wie man Bilanzen ausspricht. Das könntest du neu reinfügen. Irgendwas mit Brillanzen wollte er vorhin versuchen. Ja, wenn man. So, wenn man gute Bilanzen in den Kommentaren hat, dann kann man da schon stolz sein. Wow, ja, von den Kommentaren lese ich auch immer wieder, dass wir da eigentlich ganz gutes Zeug machen. Ja, aber das meiste ist ja immer diese. Die wollen ja meistens. Ja, ich abonniere dich, kannst ja mal meinen Dingens gucken und vielleicht abonnierst du mich ja auch mal. So, wir sind schon fast bei 20 Minuten. Machen wir den Part mal ein bisschen länger. Länger? Kein Problem. Das geht noch nicht. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. So, in 2 Minuten haben wir 20 Minuten und dann weiter, glaube ich, auch, oder? Dann haben wir einen schönen langen Part. Wie lang sind die sonst immer? 15 Minuten. Okay. So, jetzt die nächste Frage. Wo ist der Innenhof? Wenn die ist das Game schon wieder hier. Ich glaube, wir können den Weg folgen hier und dann kommen wir auch dann mal. Bevor da irgendwie was Tötes, wo eine gute Sachen drin sein könnten, lass mich das wissen, dann komme ich zu dir. Hast du gefunden? Ich glaube. Jo. Ich lass mich für dich kommen. Warte kurz. Ja, wenn ich weiter renne, dann kommst du dorthin, wo ich dann genau stehe. Also. Da vorne waren blaue Leute. Lass mal wieder raus. Willst du die jetzt echt nur umhauen? Okay. Wollen wir nicht im nächsten Part damit weitermachen? So. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Bleib mal stehen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Kilian hat das Endwort. Bis gleich.